Sieht aus wie ein gewöhnliches Familienfoto. Doch das ist die wohl sagenumwobenste Familie der Welt. Die Rothschilds. Sie besitzen Schlösser, Banken, Krankenhäuser, Weingüter und mehr. Die Wurzeln für ihren Erfolg reichen tief in die Geschichte. Zu 5 Brüdern, die durch ihren Zusammenhalt die größte Bankendynastie der Welt gegründet haben. Dieser märchenhafte Aufstieg macht sie auch zur Zielscheibe für Verschwörungstheorien. Sie sollen als Strippenzieher das Weltgeschehen lenken. Das ist eine Elite, die will die Gesellschaft verändern nach ihrem Bilde. Das ist im Grunde genommen die Rothschild-Verschwörungstheorie. Aber warum ausgerechnet die Rothschilds? Fangen wir von vorne an. Die Rothschilds sind eine jüdische Großfamilie, deren Aufstieg im 18. Jahrhundert in Frankfurt am Main beginnt. Und mit dem größten Bankhaus der Welt zu immensem Reichtum gelangt. Extrem reich sind die Rothschilds wohl heute auch noch. Bezieht man alle Besitztümer ein, kursieren im Netz Schätzungen, dass die Rothschilds unglaubliche 2 Billionen Dollar besitzen. Das wäre eine 2 mit 12 Nullen. Verlässlich beziffern lässt sich das nicht, da die vielen Familienzweige unabhängig voneinander über die Welt verteilt leben. Was sie alle eint? Sie stehen im Fokus von Verschwörungstheorien. Einschlägige Verschwörungsforen behaupten, dass die Rothschilds so gut wie jede Bank und 80% des weltweiten Vermögens besitzen, den Holocaust selbst herbeigeführt haben und sogar das Wetter kontrollieren. Wie ein roter Faden zieht sich durch alle Theorien Antisemitismus, also Judenfeindlichkeit. Mit genau solchen Theorien beschäftigt sich der Journalist und Buchautor Christian Alt. Er weiß, die Rothschilds spielen in der Welt der Verschwörungen vor allem bei einer Theorie die zentrale Rolle. Die New World Order Verschwörungstheorie, die populärste Verschwörungstheorie, die es da draußen immer so gibt. Ne? Es gibt eine Elite, die will die Gesellschaft verändern nach ihrem Bilde. Das ist im Grunde genommen die Rothschild-Verschwörungstheorie. Die Theorie der Umvolkung, dass zum Beispiel Angela Merkel gesteuert von Eliten wie eben der Familie Rothschild Millionen Flüchtlinge ins Land lässt, um die deutsche Gesellschaft auszutauschen. Auch an der Corona-Krise sollen die Rothschilds schuld sein, indem sie das Virus kreiert und die Pandemie von langer Hand geplant haben. Beweisen soll das ein Eintrag beim Europäischen Patentamt für eine Covid-19-Testmethode auf den Namen Richard A. Rothschild, und zwar schon aus dem Jahr 2015. Was stimmt? In diesem Jahr wird ein Patent für ein Gerät angemeldet, das Virenerkrankungen mittels Sauerstoffgehalt im Blut misst. Allerdings hat das noch nichts mit Corona zu tun. Erst im Mai 2020 wird das Patent erweitert, da es auch für die Diagnose von Covid-19 hilfreich sein kann. Ein kleines, aber entscheidendes Detail. Doch die Behauptung, dass die Rothschilds für Corona verantwortlich sind, hält sich trotzdem hartnäckig. Was die Rothschilds selbst zu den Theorien über sie sagen? Unsere Anfragen laufen ins Leere. Die Familie gilt als extrem verschwiegen. Aber wieso stehen ausgerechnet die Rothschilds so sehr im Fokus? Wie und wo hat der Erfolg der Familie seinen Lauf genommen? Um Antworten auf diese Fragen zu bekommen, treffen wir einen weiteren Experten. Im Deutschen Historischen Museum in Berlin sind wir mit Fritz Backhaus verabredet. Der Historiker hat sich intensiv mit der Geschichte der Rothschilds befasst und ein Buch über sie geschrieben. Er weiß, wie alles begann. Der Beginn der Rothschild-Story ist in gewisser Weise auch dieser doch sehr erstaunliche, schnelle Aufstieg aus dem Frankfurter Ghetto an die Spitze der europäischen Bankenwelt. Wir springen ins 18. Jahrhundert, nach Frankfurt. Die Zeit, in der der Grundstein für genau diese Bankendynastie gelegt wird. Und damit auch für Mythen und Legenden. Und zwar in der äußerst schmalen Judengasse. Die Frankfurter Judengasse war ein Ghetto, das heißt eine Gasse, die vielleicht knapp 300 Meter lang war. Es war in gewisser Weise eine Art Sehenswürdigkeit, eine schauerliche Sehenswürdigkeit, weil eben auf engstem Raum so viele Menschen leben mussten. Das Ghetto selbst war durch eine Mauer vom Rest der Stadt abgetrennt. In eben diesem Ghetto lebt auch ein gewisser Meier Amschel Rothschild mit seiner Frau Gutle. Insgesamt bringt sie 19 Kinder zur Welt. 10 von ihnen überleben. 5 Söhne und 5 Töchter. Die Rothschilds unterliegen, wie die anderen Juden auch, harten Beschränkungen.
So dürfen sie die Judengasse etwa nur zu bestimmten Uhrzeiten verlassen und kein Handwerk ausüben. Meyer Amschel versucht sein Glück als Münzhändler und hat Talent. Die Geschäfte laufen gut. Die Familie etabliert sich langsam aber sicher in der oberen Mittelschicht. Meyer Amschel hat einen so guten Ruf, dass er sogar die Finanzen des Fürsten verwaltet und dadurch zum ersten Bankier der Familie Rothschild wird. Sein Spezialgebiet: Staatsanleihen. Das war ein neues Finanzinstrument zur Finanzierung von Staaten. Es besteht ein großer Kreditbedarf für den Unterhalt der Höfe, Luxuswaren, den Unterhalt von stehenden Heeren. Und bis dahin musste man dann eben irgendjemanden finden, der einem das Geld lieh. Bankiers wie Meyer Amschel Rothschild machen genau das. Sie legen Staatsanleihen auf, die dann meist wohlhabende Bürger oder Adlige kaufen und damit dem jeweiligen Land einen Kredit geben. Die Käufer erhalten jedes Jahr eine festgelegte Zinszahlung und am Ende der Laufzeit, meist zwischen 10 und 20 Jahren, ihr Geld zurück. Meyer Amschel Rothschild hat sich in dieser Zeit auch einen Ruf erarbeitet, dass er vertrauenswürdig ist, dass er zuverlässig ist, dass er sehr gute Angebote machen kann. Dieses Know-how gibt er auch an seine Söhne weiter, die nach und nach ins Geschäft einsteigen. Wie der drittälteste, Nathan. Sein Vater schickt ihn, mit ordentlich Kapital ausgestattet, nach England. Sein Sohn spricht zu dieser Zeit kein Wort Englisch. In London gründet Nathan die erste Niederlassung der Rothschilds außerhalb Deutschlands. Nathan hat noch 4 Brüder, die ebenfalls geschäftshungrig sind. Amschel Meyer, Salomon, Kalman und Jakob. Sie wollen das Geschäft des Vaters weiterführen, aber in noch größerem Stil. Im Stammhaus in Frankfurt entsteht die Idee, ein europäisches Bankennetzwerk zu gründen. Die Brüder ahnen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass sie mit dieser Idee später einen sagenhaften Reichtum erlangen werden. Nachdem Nathan schon in London etabliert ist, gründet Jakob die nächste Bank in Paris. Im zarten Alter von gerade einmal 20 Jahren. Ein Jahr darauf stirbt der Vater. Der älteste Sohn, Amschel Meyer, übernimmt die Leitung der Frankfurter Bank. 3 Jahre später zieht der zweitälteste, Salomon, nach Wien. Zuletzt gründet auch noch der viertälteste, Kalman, eine Bank in Neapel. So besetzen die Brüder 5 bedeutende europäische Metropolen. Obwohl sie geografisch weit voneinander entfernt sind, agieren sie stets als Einheit. Sie legen ihr Vermögen zusammen, um eine stärkere Kapitalmacht zu erlangen. Gerät einer der Brüder in finanzielle Not, helfen die anderen aus. Dieser Zusammenhalt trägt Früchte. Sie werden die größte Bank Europas. Dieser wirtschaftliche Erfolg macht die Rothschilds schon damals zur Zielscheibe für antisemitische Hetze. Das ist ja bis heute so, dass ökonomischer Erfolg, Bankgeschäfte doch auch für viele Menschen sehr rätselhaft sind. Und dass man dann versucht, eben Erklärungen zu finden, die vielleicht dann auch leichter verständlich sind. Unbeeindruckt von der Hetze ziehen die Brüder ihr Geschäft weiter durch. Und Nathan gelingt ein ganz großer Coup. Und zwar während England 1813 im Krieg steht. Der Feind? Die französischen Truppen unter Napoleon. Dem englischen General Wellington geht das Geld aus, um seine Soldaten auf dem Festland zu bezahlen. Es braucht jemanden, der Gold vorstreckt und es zu den Soldaten bringt. Die englischen Finanzbeamten wenden sich an Nathan. Für ihn die Gelegenheit, sich als Bankier der britischen Regierung zu beweisen. Und ihm gelingt es tatsächlich, die englischen Truppen mit Gold zu versorgen. Nathan profitiert finanziell extrem von dem Geschäft und wird zum vermutlich reichsten Mann Europas zu dieser Zeit. Und die Rothschilds zur vermutlich reichsten Familie Europas. Die Brüder haben einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber ihren Konkurrenten. In hebräischer Schrift tauschen sie sich beinahe täglich aus. Ein dichtes Netz an Agenten überbringt ihre Briefe schneller als jede Post. Durch ihre Nähe zu Regierungen und Diplomaten erhalten sie frühzeitig Informationen und können Kursbewegungen so besser vorhersehen. Diese Informationen teilen sie mit der ganzen Familie und nutzen den Vorsprung zu ihrem Vorteil. Ein ausgeklügeltes System.
Dieser Informationsvorsprung führt auch zu einer der ersten großen Verschwörungstheorien über die Rothschilds. Stichwort: Schlacht von Waterloo. Nathan soll mit eigenen Augen die Niederlage Napoleons gesehen haben und mit diesem Wissen schneller an der Londoner Börse gewesen sein als alle Kriegsbotschafter. Dort rechnen alle zu diesem Zeitpunkt noch mit einem Sieg Napoleons. Englische Staatsanleihen sind billig zu haben. Nathan kauft sie in großem Stil. Und als Stunden später der Sieg Englands verkündet wird, schießt ihr Kurs in die Höhe. Nathan verkauft und macht einen Riesengewinn. So der Mythos, der sich bis heute hartnäckig hält. Das ist aber, das hat die Forschung mittlerweile gezeigt, eigentlich eine Legende, wo man einfach versucht, warum sind die Rothschilds so reich geworden, warum sind sie so erfolgreich gewesen. In den Folgejahren geht es für die Rothschilds weiter steil bergauf. Die Industrialisierung befeuert ein regelrechtes Eisenbahnfieber. In Österreich treibt Salomon den Bahnbau voran und lässt eine der längsten Strecken Europas errichten. Sein Bruder Jakob wird Eigentümer der französischen Nordbahn. Das war damals eben auch, wie später in unserer Zeit, der neue Markt oder das Internet, sozusagen ein riesiger Hype, der um dieses neue Transportmittel gemacht wurde, wo man sehr viel Geld investieren konnte. Das Vermögen und der Stammbaum der Familie wächst immer weiter. Ein Ziel: den Einfluss Fremder aufs Geschäft verhindern. Die Lösung: Familienmitglieder gezielt miteinander verheiraten, zum Beispiel Cousine und Cousin oder Onkel und Nichte. Diese Philosophie, Fremde vom Geschäft fernzuhalten, legt Stammvater Meyer Amschel noch kurz vor seinem Tod im Testament fest. Ebenso den Grundsatz, dass nur männliche Nachkommen die Geschäfte führen dürfen. Diese Familienpolitik ist knallhart. Das bekommt das Frankfurter Stammhaus zu spüren, als der letzte männliche Erbe stirbt. Weder er noch sein Bruder haben Söhne. Die Konsequenz: der deutsche Zweig der Rothschilds wird aufgelöst. Genauso wie der Zweig in Neapel Jahre zuvor. Keine Söhne, keine Geschäfte. Die Rothschilds heute, das ist in erster Linie eine börsennotierte Finanzholding, die aus dem französischen und britischen Zweig besteht. Ihr Geschäft? Vermögensverwaltung, Beratung und Investition. Aktuell in siebter Generation geleitet von Alexandre de Rothschild, mit einer gewissen Nähe zur Macht. Unter den ehemaligen Mitarbeitern findet sich zum Beispiel Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. 4 Jahre Investmentbanker bei Rothschild & Co., ehe er erfolgreich in die Politik wechselt. Heute ist vor allem dieser Mann den Rothschild-Gegnern ein Dorn im Auge. Jacob Rothschild, das Oberhaupt des britischen Zweigs. Im Netz kursieren Vergleiche zum gierigen Mr. Burns aus den Simpsons. Er soll im Hintergrund so gut wie alle Banken der Welt lenken. Beweise dafür gibt es keine. Angriffsfläche bietet auch seine Nähe zu einflussreichen Personen. Jacob Rothschild wurde von der Queen in den britischen Order of Merit gehoben. Zu seinen Freunden zählt unter anderem Ex-US-Präsident Bill Clinton. Und seit 2012 gehört ihm die Firma des mittlerweile verstorbenen US-Milliardärs David Rockefeller zu 38%. Einer, der Jacob Rothschild und die Familie schon getroffen hat, Fritz Backhaus. Damals noch im Jüdischen Museum in Frankfurt tätig, organisiert er 1994 ein Familientreffen für die Rothschilds. Anlass: der 250. Geburtstag des Stammvaters Meyer Amschel. Und wie ist die angebliche Verschwörerfamilie so drauf? Wir waren ja schon auch relativ nervös davor. Das, man weiß ja nicht, kennt die Leute nicht irgendwie. Ne? Und das war dann eigentlich eine ganz lockere Angelegenheit. Gar nicht so Unterschied gegenüber anderen Familien. Nur, dass sich wahrscheinlich um keine andere Familie so viele Legenden und Verschwörungstheorien ranken. Auch wenn die bis heute nicht mit handfesten Fakten belegt sind. Warum glauben trotzdem so viele daran? Unser Gehirn ist ja total geprägt darin, Geschichten zu erzählen. Also unser Gehirn nimmt die ganze Zeit Informationen auf und setzt die miteinander in Kontext. Nur leider kann das eben auch in die falsche Richtung gehen, dass wir sagen, okay, da gibt es diese Familie, die ist total reich, und das sind die Rothschilds und die gehören zur Elite und deswegen bin ich jetzt bettelarm und mir geht's schlecht, weil diese Elite sich gegen mich verschworen hat. Ich habe da mal was gelesen und so. Was da hilft? Zum Beispiel Behauptungen aus diversen Foren mit einem gesunden Maß an Skepsis zu betrachten.
beste Waffe ist eigentlich Vernunft und kritisches Denken. Und das sagen die Verschwörungstheoretiker dann immer, dass sie ja kritisch sind, aber sie sind nicht kritisch ihren eigenen Verschwörungstheorien gegenüber. Aber sich selbst mal zu hinterfragen, kann ich denn wirklich Kleine Blume 91 glauben, wenn die ins Internet was schreibt, das wage ich zu bezweifeln. Fazit: Die Rothschilds legten einen in der Geschichte beispiellosen Aufstieg hin. Sie haben die größte Bank ihrer Zeit aufgebaut, Kriege und Herrscher finanziert und bis heute Nähe zu vielen Mächtigen dieser Welt. Das machte sie schon früh zur Zielscheibe von antisemitischen Anfeindungen und Verschwörungstheorien. Wirklich bewiesen und belegt ist davon jedoch nichts.